それにお前はもうクラスというぬるま湯にどっぷり浸かってんのさ。Hallo und danke fürs Einschalten zu meinem Review von Yokozo Shiteryoko Shijo Shugeno Kyojitsu oder auch Classroom of the Elite Staffel 3 Episode 6. Akuo Okonau Yorimo Sono Akuni Kizutsuke Lalelu Hoga Yoi. Die Animation war auch in dieser Folge wieder gut und es hat auch hier sich wieder mehr oder weniger um eine weitere Setup-Episode gehandelt, zumindest hat es sich so angefühlt. Ich habe gegen solche Folgen nichts. Sowas gehört auch dazu, aber ich habe schon das Gefühl, als würde man die ganzen Arcs relativ kurz halten, was ich ehrlich gesagt etwas schade finde. Von daher hoffe ich, dass es bald eine längere Arc gibt mit mehr Action. Aber kommen wir mal zum Hauptpunkt der Folge. Es wird eine weitere Prüfung geben, nämlich eine Abstimmung. Weil dadurch, dass niemand geflogen ist, und das kam in der Schulzeit hier noch nie vor, und daher diese Prüfung. Selbst die Lehrerin aus Klasse C, Sae, ist nicht besonders darüber erfreut, dass es diese Prüfung gibt, wie Ayano Koji selber auch anmerkt. Bei der Prüfung wählt man jeweils drei Schüler, einmal drei auf die Plusliste und sozusagen einmal drei auf der Minusliste. Ich habe hier aber echt keine Ahnung, was Tadeln bedeuten soll. Ich habe das in meinem Leben, glaube ich, so gut wie noch nie gehört. Da müsste ich mal genauer recherchieren, was genau das bedeutet. Das Ganze findet nicht nur in der eigenen Klasse statt, sondern auch klassenübergreifend. Das heißt, dass zum Beispiel Klasse C auch jemanden aus Klasse B wählen kann, was ganz interessant ist. Zusätzlich werden auch noch Protection Points eingeführt, die die Person bekommt, die die höchste Punkteanzahl von allen hat, während auf der anderen Seite die Person mit den niedrigsten Punkten pro Klasse eben eliminiert wird. Ich bin der Ansicht, die Prüfung könnte Klasse B mit die Genusse zerreißen oder zumindest stark schädigen. Der unter Anführungszeichen Ausweg hinter dem Ganzen liegt darin, dass wenn man verwiesen wird, kann man mal einfach so 20 Millionen Punkte hernehmen, um dem Schulverweis entgegenzuwirken. Aber wenn wirklich ein Punkt gleich ein Yen ist, dann sind das in etwa 124.000 Euro. Ich meine, wer hat so viele Punkte? Vor allem in Klasse C. Vor allem bei den Erstklässlern allgemein. Die einzige, die dem vielleicht etwas näher kommen würde, wäre Ichinose. Aber das liegt auch nur daran, weil sie die Punkte ihrer Klasse hortet. I gotta do it, man. Ich hoffe ja persönlich, dass Kushida fliegen wird. Vielleicht hat Ayano Koji da ja einen Plan ausgeheckt. Wobei man dazu sagen muss, er hat selber gegenüber Sakayanagi später in der Episode gemeint, dass er nicht eingreifen wird, was hier etwas dagegen sprechen würde. Da das Ganze aber wahrscheinlich mit Kushida aufgeschoben wird, würde ich fast als nächstes auf Koenji tippen, weil der wird wahrscheinlich keine einzig positive Stimme kriegen können. Beziehungsweise wäre Yamauchi der nächste auf meiner Liste, den ich schmeißen würde, wo ich es mir vorstellen könnte. Siehe eben auch die ganze Gerüchte-Sache. Woraus interessanterweise nichts mehr wirklich geworden ist, da hätte mich die Dynamik noch viel mehr interessiert, aber vielleicht erfahren wir das ja noch in den nächsten Episoden, warum genau Yamauchi sich so verhalten hat und was Sakayanagi unter Umständen damit zu tun haben könnte. Aber die drei wären halt meine persönlichen, unter Anführungszeichen, Favoriten, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie fliegen werden, weil bei allen anderen gibt es ja durchaus Gruppen, die sich bilden, aber bei denen würde mir niemand einfallen. Ayano Koji hat seine Gruppe, Kei hat ihre Gruppe, wie man weiß, Horikita wahrscheinlich ebenfalls. Aber die beiden, Kushida natürlich auch, hat auch ihre Gruppen, aber eben die beiden, daran zweifle ich wirklich stark. Aber reden wir als nächstes mal kurz über die Nagumo und Ichinose Situation. Mann, was für ein Wichser. Seit wann kann man Scheiße so hochstapeln? Aber von den Beleidigungen mal abgesehen, glaube ich fast, dass das seine Bedingung an sie ist, dass sie nicht von der Schule fliegt. Oder dass er es den Lehrern verratet. Wobei ich mir da etwas unsicher bin, weil ich denke mir, das mit den Punkten weiß doch eigentlich schon eh jeder, spätestens seit der letzten Episode gefühlt. Es könnte gut sein, dass die Lehrer es nicht wissen und er sie dadurch deshalb erpressen kann. Aber was denkst du? Gerne ab damit unten in die Kommentare. Und wie immer, falls du es noch nicht getan hast, kannst du gerne noch einen Abo dalassen. Ich bin halt wirklich gespannt, zu welcher Entscheidung sie gekommen ist, weil
sich am Ende der Episode meinte, dass sie glücklich ist, dass sie jetzt mit der Onokuchi reden konnte, noch einmal, was so wirkt, als hätte sie dadurch ihre Entscheidung besser treffen können. Die irgendwie mit "Ich muss alle anderen beschützen" zusammenhängt, was mich ehrlich gesagt wirklich Böses erahnen lässt. Wobei könnte sie vielleicht nicht als Alternative einfach die Punkte, die sie hat, einfach wieder auf die Klassenkameraden aufteilen und dann wäre es so wie, als wäre nichts gewesen. Das wäre meine aktuelle Lösung, würde aber den Tatbestand, dass sie die Punkte gehortet hat, nicht wegmachen. Und wenn das Problem ist, dann hilft da irgendwie alles nichts. Das ganze Gespräch mit Liyuan war auch sehr interessant, vor allem war es mal wieder wirklich nice zu sehen, wie Liyuan aufblühen kann, wenn er jemanden da hat, den er runtermachen kann. Sprich in dem Fall Susanne. Aber hat er wirklich einen Plan? Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es ein Schlupfloch, eine Lücke gibt im Vertrag, den er mit Katsuragi am Ende der ersten Staffel bei der Inselprüfung abgeschlossen hat. Dass er so vielleicht irgendwie an seine 20 Millionen Punkte kommt, sofern er derjenige sein sollte, der fliegt. Bevor es weitergeht, wie immer, ich habe auch Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für jede Unterstützung. Weil deren Unterhaltung ist eigentlich wie immer. Ayanokoji ist direkt wie immer und sie befüttert ihn oder wird ihn mit Informationen befüttern. Was da auch wieder ein wenig dennoch wirkt, als hätte er einen Plan, beziehungsweise würde eingreifen. Wobei, wie schon erwähnt, er meinte ja, er würde es nicht tun. Was ich mir diesmal sogar fast schon vorstellen könnte, weil wie er selber erwähnt hat, Kay ist relativ gut geschützt und alle anderen Leute um ihn herum, die ihm, sagen wir mal, wichtig sind, die er als würdige Schachfiguren sieht, um es in Ayanokoji Sprache auszudrücken, die sind eben alle geschützt. Aber vielleicht könnte es ja sein, dass er schon im Vorfeld Sachen arrangiert hat, diese Prüfung zu seinen Gunsten ausgehen lassen. Und zum Schluss wollte ich noch über die weitere Konfrontation von Ayanokoji und Sakayanagi reden, weil die hat ihnen einen Waffenstillstand angeboten und dass sie fix nicht eingreifen wird in diese Prüfung, wo ich ehrlicherweise etwas skeptisch bin, ob man ihr wirklich vertrauen kann, weil vielleicht ist sie ja so ehrenlos wie Nagumo. Was, Bruder? Was außerdem noch sehr interessant ist, ist, dass sie bestätigt hat, dass ihr Vater nicht für diese Prüfung verantwortlich ist, sondern jemand anderer. Weil ihr Vater ist geflogen von der Schule und jetzt hat jemand anderer seine Finger im Spiel. Und so wie die beiden darüber reden, glaube ich persönlich fast, dass es entweder Ayanokojis Vater direkt ist oder jemand, der von ihm gelenkt wird bzw. in seinem Interesse handelt. Denn der wollte ja unbedingt, dass Ayanokoji die Schule verlässt. Also wäre das mein persönlicher Tipp, den ich hätte, was ich mir da durchaus vorstellen könnte. Denn er wollte Horiki Kizutsuke Laleluho, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, von daher, zusätzlich hat Ayanokoji vielleicht, weil, aber die drei waren mit Katsula, genauso wie alle anderen Leute um ihn. Okay, das war's mit dem Review. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben und einen Abo da, Glocke drücken nicht vergessen. Ich habe auch noch einen Patreon-Account, Link ist unten in der Videobeschreibung, falls du mich dort ebenfalls unterstützen möchtest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.